Ein schönes Gefühl, wieder mal so viele Menschen hier zu sehen. Wir standen hier teilweise mit 5, 6 Menschen und ja, ist ein schönes Gefühl. Was in Syrien als Frühling des Neuanfangs begann, mündete in einen ewigen und düsteren Winter des sterbenden Völkerrechts. Von einem Menschenrecht will ich gar nicht erst anfangen. Denn das sieht man schon lange nicht mehr. Es verblasst völlig neben dem Recht des Stärkeren. Und der, der die schrecklichsten Waffen hat und die härtesten Tweets postet. Die meisten Menschen wissen inzwischen, dass ein Krieg immer mit einer Lüge beginnt. Doch selten wurde ein Krieg von Anfang an so massiv verdreht dargestellt, wie der Syrienkrieg. Syrien liegt in Schutt und Asche. Wird in unseren Medien gerne als Bürgerkrieg zurechtgelogen. Und das, obwohl insgesamt 20 Staaten seit inzwischen 7 Jahren Bomben auf das kleine Land werfen. Nach 1,5 Millionen toten Iraker können die agierenden Kräfte im Nahen und Mittleren Osten inzwischen 500.000 tote Syrer auf ihr Konto dazu buchen. Eine humanitäre Katastrophe und vom ersten Tag an illegal. Vor allem dem ach so christlich-missionarischen Amerika und seiner NATO-Räuberbande ging es in Syrien niemals und keine einzige Sekunde um das syrische Volk, um humanitäre Hilfe oder um Terrorismusbekämpfung. Es ging allein darum, Assad zu stürzen, damit man endlich Tartus, den von den Russen gepachteten Militärhafen der praktisch gegenüberstehenden Krim, einnehmen kann. Aber auch, um sich das größte Stück vom Ölkuchen greifen zu können. Sich die goldigste Nase an den geplanten Ölpipeline-Mammutprojekten zu verdienen und um Trump einen Vorteil im geopolitischen Schwanzvergleich gegenüber Putin zu verschaffen. Moralisch gesehen das Eierloseste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Denn das ist nichts weiter als Imperialismus der übelsten Sorte, aufgeführt in einem skurrilen, absurden und propagandistischen Theaterstück, wo in manchen Akten das christliche Abendland an der Seite von Al-Qaida und dem IS den Lebensraum der zivilen Bevölkerung und gleichzeitig die jahrtausendalten Kulturstätte des Ursprunglandes vom Christentum zerstört. Wie kaputt und verdreht kann die Welt eigentlich sein? Wie wollen wir das der kommenden Generation erklären? Deshalb mein verzweifelter Appell an alle, die in Syrien Krieg führen. Es muss, es darf und es kann jetzt nur noch um eins gehen. Unabhängig von der Schuldfrage und unabhängig, wer der Bösere ist oder den Größeren hat. Beendet endlich den Krieg und das Leid in diesem von euch geschundenen Land. Gewährt allen humanitären Organisationen den Zutritt, um endlich zu helfen und um Frieden und Heilung für Syrien zu exportieren, statt todbringender Munition. Ihr hattet 7 Jahre Zeit, euer Ding auf dem Rücken und den Existenzen der Menschen abzuziehen und dabei nichts, absolut gar nichts erreicht. Jetzt muss geheilt, aufgebaut und getröstet und nicht weitere Militärschläge geplant werden. Es braucht eine Weltfriedensbewegung. Ja, als dann am Mittwoch die Meldung kam, dass Präsident Trump syrische Stellungen bombardieren möchte und die Russen damit offen provoziert, waren Kaya, die heute nicht da ist, und ich dann fast schon zu schnell und zu spontan haben wir dann versucht, hier vor der amerikanischen Botschaft
uns zu sammeln. Und wir standen da teilweise zu fünft. War ein bisschen deprimierend, aber dann, irgendwie muss in der Zwischenzeit dann noch die Frico aufgerufen haben. Und dann kamen sie an mit schönen Plakaten. Dann waren wir dann doch so gegen 20 Uhr, waren wir dann ungefähr 40 Menschen. Und deshalb meinen großen Dank nochmal an die Frico von der alten Friedensbewegung, die uns sozusagen der neuen Friedensbewegung, wenn man da überhaupt noch unterscheiden möchte, uns den Hintern gerettet hat und wir da wenigstens noch mit ein paar Mann vor der amerikanischen Botschaft standen. Nein, wir waren eins. Sagt es bitte. Wir waren eins. Wir waren dann eins, genau. Es gibt keine alte und keine neue Friedensbewegung mehr. Und diesen Text, den ich gerade gelesen hatte, den habe ich gestern Abend geschrieben. Eigentlich hatte ich heute gar nicht vor, einen Text zu Syrien vorzulesen, aber ich konnte dann auch nicht anders mehr und hatte mich in den letzten Tagen ein bisschen zurück dran besinnt, was mich eigentlich damals aufwecken ließ, was mich dazu gebracht hat, auf die Straße zu gehen. Das war so 2013, 14. Und da stieß ich auf ein Gedicht. Und dieses eins der bekanntesten und eindringlichsten Antikriegstexte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich rede von Wolfgang Borchardts. Dann gibt es nur eins. Sag nein. Und diesen möchte ich gerne vortragen. Wolfgang Borchardt, dann gibt es nur eins. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre machen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Arzt vor dem Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins. Sag nein! Du, Kapitän auf dem Dampfer, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen mehr fahren, sondern Kanonen und Panzer, dann gibt es nur eins. Sag nein! Du, Pilot auf dem Flugfeld, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Bomben und Phosphor über die Städte tragen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Nein! Du, Schneider auf deinem Bett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Uniformen zuschneiden, dann gibt es nur eins. Sag nein. Nein! Du, Richter im Talar, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst zum Kriegsgericht gehen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Mann auf dem Bahnhof, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt geben für den Munitionszug und für den Truppentransporter, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt, wenn sie dir morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen,
dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du Mutter in Frisco und London, du am Morangau und am Mississippi, du Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo, Mutter in allen Erdteilen, Mütter in dieser Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Sagt nein! Mütter, sagt nein. Nein! Denn wenn ihr nicht Nein sagt, wenn ihr nicht Nein sagt, Mütter, dann in den lärmenden, dampfdunstigen Hafenstädten werden die großen Schiffe stöhnend verstummen und die titanische Mammutkadaver wasserleichig, träge gegen die toten, vereinsamten Kaimauern schwanken, Algen, Tang und Muschel überwest, den früher so schimmernden, dröhnenden Leib friedhöflich, fischfaulig duftend, mürbe, siech, gestorben. Die Straßenbahnen werden wie sinnlose, glanzlose, glasäugige Käfig, blöde verbeult und abgeblättert neben den verwirrten Stahlskeletten der Drähte und Gleise liegen, hinter morschen, dachdurchlöcherten Schuppen, in verlorenen, kraterzerrissenen Straßen. Eine schlammgraue, dickbreiige, bleierne Stille wird sich heranwälzen, gefräßig, wachsend, wird anwachsen in den Schulen und Universitäten und Schauspielhäusern, auf Sport- und Kinderspielplätzen, grausig und gierig, unaufhaltsam. Der sonnige, saftige Wein wird an den verfallenen Hängen verfaulen. Der Reis wird in der verdorrten Erde vertrocknen. Die Kartoffel wird auf den brachliegenden Äckern erfrieren. Und die Küche und die Kühe werden ihre todsteifen Beine wie umgekippte Melkschemel in den Himmel strecken. In den Instituten werden die genialen Erfindungen der großen Ärzte sauer werden, verrotten, pilzig verschimmeln. In den Küchen, Kammern und Kellern, in den Kühlhäusern und Speichern werden die letzten Säcke Mehl, die letzten Gläser Erdbeeren, Kürbis und Kirschsaft verkommen. Das Brot unter den umgestürzten Tischen und auf zersplitterten Tellern wird grün werden. Und die ausgelaufene Butter wird stinken wie Schmierseife. Das Korn auf den Feldern wird neben verrosteten Pflügen hingesunken sein, wie ein erschlagenes Heer. Und die qualmenden Ziegelschornsteine, die Essen und die Schlote der stampfenden Fabriken werden vom ewigen Gras zugedeckt zerbröckeln. 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 Dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirn umherirren. Einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonglotzigen, verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig lästernd, klagend, und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört in der Steppe verrinnen. Durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos, letzter Tierschrei des letzten Tieres Mensch. All dies wird eintreffen. Morgen, ja, morgen vielleicht, vielleicht heute Nacht schon, vielleicht heute Nacht, wenn ihr nicht Nein sagt. Danke euch. Jürgen?
Danke, Ben. Das war eine ganz tolle Rede, ein ganz toller Redebeitrag gewesen. Wir haben ja diese Rede schon mal gehört von Eugen Drewermann, der im Dienst